So, und da sind wir wieder und weiter geht's mit Varios Woods. Also ich habe mir jetzt noch mal hier zwei Folgen von Das Model und der Freak angesehen. Also eine Folge, da habe ich, ich bin da eigentlich schon richtig stolz drauf. Ich habe sage und schreibe 5 Minuten ausgehalten. Dann wurde es mir doch zu blöd, aber dann habe ich mir sogar, oh ne, jetzt kommt der Blödmann. Ach ja, wenn man vom absoluten Mist und Dünnsinn redet. Und nun werfe ich hier ein paar. Ach, so schnell gehen die nicht weg. Ach, aber ich, Vario, du bist mir 100.000 Mal lieber als all das, was uns hier als Höhepunkt der Gesellschaft gepriesen wird. Ich meine, hier bei der ersten Folge, die ich gesehen habe, da ging es schon direkt richtig schön los. Da wurde uns ein Freak vorgestellt. Diese Bezeichnung wird ja immer die ganze Sendung über komplett durchgezogen, um zu zeigen, wie hilfsbedürftig und schlecht diese Menschen doch sind und wie unbedingt sie doch geändert werden müssen, im Gegensatz zu den Models, die konsequent als selbstbewusst und Ideal der menschlichen Gesellschaft dargestellt werden. Ah, jetzt kommt der. Okay, ich hätte jetzt doch vielleicht eine zweite gelbe Bombe ganz gut gebrauchen können. Und um nochmal darzustellen, was für ein Freak der Kerl doch ist. Oh mein Gott, er liest Bücher. Ja, Bücher lesen will uns ProSieben nun schon als ein Zeichen von Freak-Dasein verkaufen. Aber, wie gesagt, die Models sind selbstbewusst und redegewandt. Wir dürften großartige Dialoge erwarten wie... Komm rein! Oh, darf ich reinkommen? Ich weiß nicht, bedeutet komm rein irgendwas anderes? Hat das noch irgendeine geheime Bedeutung? Ich weiß es nicht. So, erstmal hier einen Diamanten und eine Combo. Aber unser ach so hilfsbedürftiger Freak hat als Desktop-Hintergrund Artemis. Das finde ich doch persönlich schon mal total cool. Und er ist auch ein Live-Rollenspieler. Und da frage ich mich, gibt es irgendeinen Grund, mit unserer realen Welt nicht mehr zufrieden zu sein? Welchen Grund könnte es geben, nicht in einer Welt leben zu wollen, wo man sich ständig mit irgendwelchen Behörden rumärgern muss, mit Krankenkassen sich rumschlagen muss, die Callcenter-ähnliche Verhältnisse haben? Also zu meiner Zeit, oh Gott, ich klinge wie ein alter Sack. Ja, ich bin vielleicht auch ein alter Sack. Auf jeden Fall früher, da gab es noch bei meiner Krankenkasse einen persönlichen Sachbearbeiter. Und heute gibt's das da nicht mehr. Man ruft da an und kriegt jedes Mal ja einen anderen. Und ja, da musste letztens noch der gute Herr betonen, nein, wir sind natürlich kein Callcenter. Nein, wir verhalten uns nur so, aber wir sind... Ja gut, eine Combo. Nein, aber da sehe ich gar keinen Grund, warum man sich... Ich meine, da ist auch nichts Schlimmes dabei, einfach mal sich ein bisschen aus dem tristen Alltag zu entfliehen. Aber nein, wir haben aus den Medien gelernt, Computerspiele böse, Rollenspiele böse und Live-Rollenspiele erst recht böse. Moment, schaffe ich das, ohne dass der Blödmann da jetzt kommt? Ja, das schaffe ich und so. Auf jeden Fall, das war die, ich sag mal, Quintessenz der 5 Minuten der Folge, die ich mir hab antun können. Dann
musste ich leider gehen und mir blieb nichts anderes übrig, als das Ganze abzuschalten. So, und das Monstergetue hier, das schalten wir auch schnell ab. So, jetzt hier direkt weiß. Auf jeden Fall die zweite Folge, die war dann auch mal wieder so richtig. Ach, ich hoffe, ich verhaue das jetzt nicht mit der... So, auf jeden Fall die zweite Folge war dann auch großartig. Die habe ich mir die ganzen beschissenen 60 Minuten angetan. Dort ging es mal wieder um jemanden, der, wie könnte es anders sein, ein realitätsfremder Computerspieler ist. Ja, wir haben gelernt, Computer, böse. Und dann kam das Model in ein unglaubliches, schreckliches, unaufgeräumtes Zimmer. Da war zwar irgendwie 90% des Bodens komplett frei, aber das war unaufgeräumt. Also ich glaube, ihr lieben Models, wenn ihr mal in mein Zimmer kämmt, ihr werdet instant death. Und dann wurden die Vorher-Nachher-Aufnahmen gemacht. Hier haben wir es mit jemandem zu tun, der auf freiwilliger Basis beim Roten Kreuz arbeitet. Auch eine weitere Lektion. Rotes Kreuz ist auch böse, das ist Auf jeden Fall bei der unglaublichen Verblödung, die in unserer Fernsehkultur vonstatten geht, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn beim Roten Kreuz mal ein bisschen weniger Leute arbeiten und weniger der Leute, die sich von diesem Mist beschallen lassen, einfach mal draufgehen, wenn es eine Katastrophe gibt. Damit stimme ich überein, das Rote Kreuz muss kürzer treten, damit einfach die Dummheit mal ein bisschen ausgemerzt wird. Ah, Mist, wäre da ein Rotes in dem All gewesen, hätte ich schneller gewonnen. Und ich könnte auch mal hier mehr Gold bekommen. Also nicht hier für mein Spiel, das war crappy, aber dafür, dass ich mir diese 60 Minuten angetan habe. Also das finde ich, sollte hier doch in-game mal hier besser gewürdigt werden. Und jetzt gib mir eine rote Bombe, damit ich den Blödsack hier abhalten kann. So. Okay, und jetzt mache ich ja auch noch diese rosane Fünferreihe und hau auch noch das Ganze hier weg. Und also echt jetzt. Das läuft doch. Und dann wurde eine ganz besondere Mutprobe gemacht. Diese Vorher-Nachher-Aufnahmen wurden im Münchner U-Bahnhof so und so auf einer Leinwand präsentiert. Und auch hier kann ich der Logik irgendwie nicht folgen. Wir haben es hier mit Leuten zu tun, die sich öffentlich... Ich frage mich gerade, wie echt ist das eigentlich? Treten die sogenannten Freaks da eigentlich mit wirklichem Namen auf oder... sind das einfach nur gecastete Leute, die für ein paar Euro das Ganze unter falschem Namen machen? Mal ehrlich, wer will denn da im echten Leben so beraten werden und sich hier quasi zum Vollidioten der Nation machen? Das heißt ja quasi, ich stehe überhaupt nicht zu meinen Hobbys. Ich möchte mich dem... gefühllosen Einheitsbrei anpassen, wer macht denn sowas? Und ich frage mich, wie viel Geld gibt es dafür eigentlich? 50 Euro? 500 Euro? Also ich würde das auch nicht, also ehrlich, ich würde das nicht mal für 5 Millionen machen. Und dazu stehe ich ja auch. Okay, jetzt erstmal. Ach ja, Das muss jetzt hier ganz schnell weg, bitte, bitte. So, ja. Ja, denn ich habe hier wirklich mal ein bisschen Kohle als Lohn dafür verdient. So. Und das Grün hier,
Das soll... Ah, es soll weg, das Grün! Nee, also... Ich glaube, meine spielerischen Leistungen leiden an den... Ach was, ich habe in den vorherigen Folgen genauso beschissen gespielt. Das soll jetzt ja mal nicht als Ausrede herhalten. Aber was ich sagen wollte, wenn man schon bereit ist, sich vor einem, und mich schaudert der Gedanke, Millionenpublikum zu zeigen, dann ist es nicht so wirklich schlimm, sich da vor den ein, zwei Dutzend Leuten in der U-Bahn-Station zu zeigen, die das ja, oh mein Gott, in der Öffentlichkeit sehen. Gibt es da irgendwie noch einen roten Faden, der ein bisschen noch logisches Denken beinhaltet? Ich glaube einfach nur nö. Oder ihr macht da einfach was, um eure Sendezeit rumzukriegen und gut ist. Ach so, ne, jetzt Küder. Aber das Hellblau soll weg. Jetzt habe ich mich nur noch mit diesen drei Farben hier rumzuärgern. Und das Schlimme ist, ich habe von der Folge noch gut 80-90% des Inhaltes zu bereden. Das heißt, es geht leider noch weiter beim nächsten Mal. Bis dann. Ich hau jetzt hier erstmal die 30. Runde weg. Und dann geht's weiter mit Runde 31 und weiter im Grauen. Bis zum nächsten Mal.